Ja, und herzlich willkommen zurück zum Metro 2033. Ja, Kahn hatte uns immer wieder geholfen gehabt. Hier kommen wir nicht mehr rein. Ja. Ah, hier geht's lang. Das Gefühl, meine Maus ist total falsch eingestellt. Einstellung. Das ist ja wie die Pest. Mausempfindlichkeit. Nehmen wir mal zwei zurück. Ach, ein bisschen besser. Einmal aufladen. Nützt sowieso nicht viel. Und geholfen hat uns Kahn, haben wir ja Hier geht gemerkt. nie jemand lang. Weder Leute noch Viecher. Selbst die Ratten bleiben fern. Haben wir ja gemerkt, als ein Pfeil durchstochen hatte. Haben wir hier irgendwie. Sie wissen, dass wir hier sind. Komm näher an die Rohre und lausche. Bleib nur nicht zu lange. Manche sagen, es sind die Stimmen der Tunnels. Andere halten es für eine Art psychischen Einfluss. So, wir gehen hier mal auf Ich die. kenne diesen Tunnel und er kennt mich. Gehen wir. Ja, erstmal Lampe an. Sei hier vorsichtig. Es ist ein gefährlicher Tunnel. Bitte lass dein Licht an, mein Freund. Sonst bleiben wir vielleicht für immer. Sonst hat er nichts dabei. Hat er irgendwas dabei? Er hat auch nichts dabei. Er wenigstens was dabei. Immer nach vorne schauen. Oh. Ich glaube nicht, dass man hier das Wort Wehr verwenden kann. Wow, was war das denn? Oh, kleiner Augenblick. Ja, die Aufnahme läuft damit. Ich hab kurz was Wir geguckt. müssen daran vorbeigehen, nicht die Silhouetten berühren. Konzentrieren. Wow. Gehen wir. Der hat auch nichts dabei. Ah, hier liegt noch ein bisschen Moon. Das ist ja kein bisschen Moon. Wir könnten einmal kurz die Taschenlampe. Na gut, die ist voll bepackt. Wir durchkämmen ja einmal. Ach Mann, ich vergesse ja immer, dass man nicht zielen kann. Wow. Das. Oh, verdammt. Der Ärmste. Zur Seite, Artyom. Wow. Der Tunnel durchlebt seine Vergangenheit wieder und wieder. Und jene, die das Unglück haben, hier entlang zu kommen, schließen sich dieser Vergangenheit an. Ja, aber das kann doch nicht alles durch diese radioaktive Strahlung verursacht werden. Gehen wir. Hier bahnen sich die Wurzeln ihren Lauf. Ganz schön faszinierend.
das Gefühl. Immer nach vorne schauen. Hier gab es vor langer Zeit eine Schlacht. Die Verteidiger sind noch da. Folge mir, aber bleib hinter mir. Okay. Dann lauf mal. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterio manto. Alom rom om. Alom rom om. Castonel apio asterio manto. Castonel apio asterium. Alom rom om. Alom rom. Wow. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. Okay, dann wollen wir dich danach auch nicht mehr fragen. Ich war dabei, als sie starben. Nur ich habe überlebt. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden, meinst du nicht auch? Kann schon sein. Dass man hier momentan nicht so viel Mond findet, wundert mich. Der ist komplett zerfleischt. Hier liegt noch ein Stiefel. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. Folgen Kahn. Ach, Scheiße! Zack. Ich hasse Ratten. Raus sind wir hier. Moon haben wir gesammelt. Hier haben wir noch die Bastard, aber die lassen wir in Ruhe. Hier ist auch jemand voll verschüttet worden. Denn wir haben ja eine bessere Waffe als die Bastardwaffe. Schon wieder ein Moralpunkt. Aber wir kriegen Moralpunkte, indem wir sie ausrauben. Wow. Oh, ein kleiner Batterienraum, würde ich sagen. An die Pilze sollte man nicht so schnell ran. Denn Radioaktivität. So, ich öffne. Wow. Boah. Verdammt, dieser Unglückliche stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Hab ich mich erschrocken. Ich habe total die Maus weggezogen. Aber der hat eine Heilung. Der hat Moon. Ja. Hier ist aber nichts drin. Boah, hab ich mich erschrocken, ey. Gönn dir. Diesmal gehe ich aber nicht durch so eine Tür. Hier noch was vergessen? Nee. Also darf es eine Etage tiefer gehen. Okay. Anomalie. Khan war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Ja, so ist der Kampf. Haben wir irgendwie was vergessen? Nee. Man weiß ja immer, da könnte was sein. Hier könnte auch was sein. Aber es ist nur ein Pilz, der hier ist. Aber hier.
auch, wie viel, ich sag mal in Anführungszeichen, wertlose Mude bisher gefunden haben. Okay. Das klingt irgendwie vielversprechend. Ich lade noch einmal richtig schön nach. Nicht, dass uns nachher der Saft ausgeht. Und wir sitzen hier und können hier nichts mehr anleuchten. Jetzt weiter. Wie ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Wow. Das ist auch nochmal eine Anomalie. Kommen wir wieder? Wir nennen das eine Anomalie. Ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Habe ich auch gemerkt. Oh, lecker, ein Arm. So, hier ist nichts mehr, also können wir hier hoch, bedenkenlos. Hoffe ich mal bedenkenlos. Hier ist noch einer. Ha, das gab schon wieder ein paar Moralpunkte. Oh, scheiße, was war das? Achtung, die Viecher kommen zurück. Schnell nachladen. Schnell nachladen. Hakan erledigt sie für uns. Oh. Stillhalten, nicht einmischen. Geil. Arbeitersparnis 100%. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Erinnerung freigeschaltet. Ereignis freigeschaltet. Ah ja. Hier ist sonst nichts, ne. Steigen wir hier auch mal aus. Ist hier noch was? Wow.